Willkommen, willkommen. Die Spiele haben begonnen. Eigentlich wollten wir heute in diesem Video uns ganz stark auf die LKI-Files, auf die Dinge, was in Deutschland offenbar und offenkundig werden, uns konzentrieren, auf die Olympischen Spiele konzentrieren, wie der Westen weiter verfällt. Aber aus aktuellem Anlass wollen wir ein wichtiges Thema voranschieben, das du unbedingt wissen musst. Und zwar in unserem letzten Wochenupdate haben wir es bereits angesprochen. Und zwar, dass eine dringende Warnung vor einer massiven Einschlägen und auch Anschlägen, die Europa und die Welt bald heimsuchen könnten. Wir sehen, wie sich die Dinge Tag für Tag weiter zuspitzen. Und da bitte einfach ein paar Dinge verstehen. Letzte Woche im Wochenupdate haben wir intensiv davor gewarnt, dass es zu Anschlägen auf Zügen und auf Infrastruktur in Deutschland und Europa kommen könnte. Und dann wenige Tage später sehen wir in Paris die Anschläge auf das Zugnetz, das für die Medien sehr klein gehalten wird, obwohl sehr massive Anschläge waren. Das ganze Schienennetz in Frankreich kam dadurch zum Erliegen. Wenige Tage später nach der Olympiaeröffnung in der ersten Nacht ein kompletter Blackout in Paris. Medien schweigen wieder dazu, obwohl die ganze Stadt bis auf Sacré-Cœur dunkel war. Und dann bitte ein paar Dinge einfach zu verstehen. Und zwar auch die intensive Warnung vor uns, dass auch Deutschland immer mehr ins Gefährderblickfeld reinrutscht. Und zwar eine Sache verstehen. Man hat 2015 die Grenzen geöffnet und eine Zuwanderung nach Deutschland seither zugelassen, die seinesgleichen sucht. Millionen und Abermillionen anders oder neuer Bürger in Deutschland, wie man das Ganze auch immer nennen will, sind nach Deutschland gekommen. Und dann auf einmal, letzte Woche, Nancy Faeser, Beinhart, Nancy Faeser, die Innenministerin von Deutschland, greift durch und verbietet, ja, eine Moschee in Deutschland, verbietet Vereine in Deutschland, die vor allem die schiitische Glaubensgemeinschaft betrifft. Und damit sollte man wissen, dass natürlich der Großteil der Schiiten im Iran leben. Also das Ganze ist natürlich aus Sicht des Irans ein Anschlag auf die Glaubensfreiheit des Iran und der schiitischen Glaubensbevölkerung ganz stark in Deutschland. Das Ganze wird an und für sich natürlich ungern gesehen. Zeitgleich sehen wir, wie heute Morgen der französische Botschafter im Iran eingestellt worden ist, wo der Prophet Jesus bei den Eröffnungsspielen eben verunglimpft worden ist. Und das natürlich hätte ich mir nie zu träumen gewagt, Benjamin, dass einmal der Iran die christlichen Fundamente von Europa verteidigen muss. Auf alle Fälle, was wir sehen, und das sollten wir bitte nochmal zusammenfassend jetzt verstehen. Wir sehen eine Zuspitzung der militärischen Lage in Israel, der Libanon-Krieg, nur noch eine Frage der Stunden, ganz klare Prediction heute. Und dann sehen wir, wenn dieser Krieg losgeht, hat sich die Türkei mehr als klar positioniert. Sie hat gesagt, über Nacht können sie in Israel einmarschieren. Und ganz gleich sehen wir dann natürlich auch die Antwort vom Iran, die kommen wird. Und dann sehen wir zeitgleich, wie die Innenministerin in Deutschland, nachdem sie Millionen nach Deutschland kommen haben lassen, auf einmal dann hart durchgreift und Dinge verbietet. Das Ganze wird Folgen haben. Und deswegen noch einmal eine dringende Warnung an dieser Stelle, bevor wir mit dem regulären Video loslegen. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Und mein Name, Deutsch, Benjamin und Hannes, unglaubliche Ereignisse wiederum im Mittleren Osten, die sich da abspielen. Und ja, die Zeichen stehen ganz klar auf Eskalation, aber sie stehen so viel auf der ganzen Welt auf Eskalation, bei so vielen Themen. Nichtsdestotrotz, dafür gibt es wieder ein ganz großes, spezielles Webinar, was wir am 29.08. für euch jetzt hier vorbereiten. 90 Minuten kostenloser Content. Meldet euch hier jetzt unten sofort kostenlos an. Ihr bekommt alle Informationen auf dieser Webinar-Webseite, was wir dort genau zeigen. Aber eines ist klar, es wird dringend Zeit, dass wir alle wieder anpacken, Gas geben. Und wie gesagt, die nächsten Monate waren so turbulent und so unfassbar umbrechend, dass man einfach jetzt handeln muss. Ganz richtig, Benjamin. Und zwar, man muss eine Sache einfach sagen, die Ereignisse überschlagen sich Tag für Tag, die Superlativen reichen nicht mehr aus. Ich sage mal, von ganz oben, wo einfach Präsidenten umgebracht werden mit Flugzeugabstürzen, Schussattentate, all das, was wir die letzten Monate sehen, bis ganz nach unten, wo wir Tag für Tag auf den Straßen in Deutschland und der Welt Messerangriffe und furchtbare Ausschreitungen in allen möglichen Varianten sehen. Aber man muss eine Sache sagen, dabei gehen oft Dinge massiv unter. Und diese Dinge, was ab und zu da untergehen, wollen wir auch heute beleuchten. Und deswegen wollen wir auch noch einmal hinschauen zu einem großen Thema. Benjamin, mit welchem Thema sollen wir beginnen? Hannes, ich würde sagen, auch wenn, wie gesagt, du schon das Video begonnen hast mit so vielen Themen und es gibt derzeit viele Themen, die wichtig sind, aber eines ist einfach für mich immer noch oder für uns Hannes extrem schockierend und ich muss auch eins sagen, der Schock sitzt natürlich immer noch wirklich tief, weil
Die Enttäuschung und auch die Wut natürlich damals bei Corona, Hannes, wir haben viele Videos gemacht und es war sehr eine schlimme Zeit, muss man wirklich zugeben. Wir haben damals wirklich viele, 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 viele Menschen auch geholfen. Wir haben viel, viel versucht, diese Zeit, die sehr, sehr hart für viele war, besonders die nicht mitgemacht haben, dennoch so gut wie möglich zu überwinden. Aber beginnen wir natürlich damit mit den sogenannten RKI-Files und eben der Wahrheit hinter der Pandemie der Ungeimpften. Unglaublich, ungeimpft, die Pandemie der Ungeimpften, die so wie es damals kommuniziert worden ist, aber die es natürlich nie gegeben hat. Die Regierung wusste, dass sie lügen, logischerweise, und das RKI wusste, dass die Regierung lügt. Und jetzt, ja, die Regierung und die RKI wussten während der gesamten Pandemie, ja Leute, Pandemie, anders kann man das und darf man das heute gar nicht mehr bezeichnen. Sie wussten, dass sie gelogen haben, sie wussten es immer und das macht die Sache einfach noch viel schlimmer. Und da blenden wir jetzt einen Artikel ein und schauen uns das Ganze hier kurz an. Wie gesagt, gar nicht viel, aber ganz kurz möchte ich hier noch hervorheben: Corona-Experten wussten, die Regierung lügt und sie schweigen. Die Corona-Enthüllung belastet die Regierung und ihre Berater und bestätigt, Hannes, bestätigt viele Kritiker der Corona-Politik. Da muss ich sagen, boom. Ich lege ganz drauf. Ich sage einfach, was kam bei den RKI-Protokollen raus? Film ab. Die Gewinner sind für mich die Ungeimpften der Corona-Zeit. Die sind ja jetzt rehabilitiert worden. Und zwar, da gibt es nichts mehr dran zu deuteln. Es hat sich nämlich herausgestellt, bei der Öffnung der ungeschwärzten Protokolle des Krisenstabs beim Robert-Koch-Institut, dass schon im November 2021 von denen höchstinstanzlich festgestellt worden ist, dass der Spruch, die Pandemie sei eine Pandemie der Ungeimpften, nicht korrekt ist, wörtlich nicht korrekt. An der Pandemie sei die gesamte Bevölkerung beteiligt, auch die Geimpften. Jetzt muss man sich mal vor Auge halten, was das für die Ungeimpften bedeutet hat damals. Und dann schauen wir uns aber an, wie ist man mit den ganzen ungeimpften Menschen in dieser Zeit umgegangen? Das war ein ziemlicher Hammer. Und einen solchen Eingriff in Freiheitsrechte von Menschen habe ich in dem Land für völlig unmöglich gehalten, aber es ging eben durch, weil alle glaubten, das sei so. Und die sind ja außerdem in einer Art und Weise beleidigt, beschimpft und runtergemacht worden, dass man sich da im Nachhinein nur schämen kann. Zur Erinnerung noch einmal, man darf niemals das RKI hinterfragen. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Ansonsten wieder mal der Umgang mit den Kritikern. Oder natürlich auch der öffentlichen Meinung. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften. Die Tyrannei? Ist das, ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei, denn in Ländern, in denen 97% geimpft sind, wie in Portugal. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Und jetzt am Ende des Tages, wo wir wussten, dass es niemals eine Pandemie der Ungeimpften war, wo wir wissen, dass an und für sich so viele Faktenchecker, Fakten, die in die Öffentlichkeit gekommen sind, an und für sich falsch waren. Und man wusste, dass sie falsch waren. Was passiert? Es passiert rein gar nichts. Dieselben Akteure sitzen immer noch in ihren Ämtern und an und für sich sind schlau mit neuen Weisheiten und derselben Tagesordnung. Familien wurden gespalten. Menschen wurden belogen. Menschen wurden gekündigt. Wurden gezwungen, sich impfen zu lassen, ansonsten werden sie gekündigt. Menschen wurden öffentlich gedemütigt und familiär, privat teilweise ausgeschlossen. Es wurden Menschen gezwungen, Dinge zu machen, die sie an und für sich nicht wollten. Sie wollten eine Unversehrtheit ihres eigenen Körpers und sind damit ins rechte Eck der Gesellschaft geschoben worden. Und alles war eine Riesenlüge. Und sehr viele in dieser Zeit, sehr viele normale Menschen, sind auch ein bisschen dann über die Grenzen drüber gegangen, sind auch zum Täter ein Stück weit geworden, dass sie eben Druck aufgebaut haben als Arbeitgeber, als Familienmitglied und in vielen anderen Bereichen. Und ich sage mal ganz ehrlich, Benjamin, da wäre jetzt die Zeit, um ein gewisses Maß an Entschuldigung stattfinden zu lassen, um eine Versöhnung gelingen zu lassen. Denn dieses Thema nach wie vor bei vielen Menschen spaltet es nach wie vor immer noch. Und deswegen, ich sage mal, wir brauchen nicht darauf hoffen, dass die große Politik da etwas macht, aber wir sollten untereinander vielleicht gegenseitig wieder entschuldigen und dann vielleicht auch kann eine Versöhnung im wahren Sinne wieder stattfinden. Und dann am Ende des Tages auch ganz oben,
Herr Bundespräsident Steinmeier, Herr Bundespräsident van der Bellen in Österreich, wo ist Ihre Entschuldigung? Wo ist Ihr Eingeständnis, dass die Fakten, die Sie als Fakten verkauft haben, eine Lüge waren, dass nichts anderes gefußt haben wie auf einer Lüge, dass Sie Menschen ins eine Eck geschoben haben, Staatsbürger, denen Sie verpflichtet werden, in ein Eck geschoben haben, das Ihnen niemals zugestanden ist. Und die Hauptakteure jener Zeit, Ursula von der Leyen, Pfizer-Deal oder natürlich auch Jens Spahn, der damalige Gesundheitsminister, als auch der aktuelle Gesundheitsminister Lauterbach, was hört man von Ihnen? Schuld und Scham? Im Gegenteil. Neue Themen und dann wollen Sie neue Schuld und Scham streuen für die Klimahitze, für den Krieg in der Ukraine und für andere erlogene und erfundene Geschichten. Wo ist die Schuld und Scham, wenn wir nach den versenkten Steuermilliarden in Deutschland nachfragen für Maskendeals, dubiose Maskendeals? Wo sind die Schuld und Scham für die Milliarden an weggeschmissenen Impfungen, die Pfizer-Uschi Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin frisch gewählte, verursacht hat? Wo sind die geheimen SMS etc.? All das wird nicht hinterfragt. Man macht einfach Business as usual weiter und dann muss man schon nicht mehr über Dinge sprechen. Schnell einfach im Dauerfeuer viele neue Themen bringen, dass die Menschen gar nicht mehr klar denken können und gar nicht mehr drüber sprechen müssen, über diesen alten Käse von Corona. Und wer das immer noch nicht verstanden hat, was dort gespielt ist, der wird sich auch vermutlich wieder bei der nächsten Impfstraße für eine Bratwurst anstellen, ganz so wie in Vorarlberg. Ab Donnerstag werden die neuen Impfstraßen dort wieder eröffnet. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer da noch mitmacht, dem ist an und für sich dann auch nicht mehr zu helfen. Eine Sache muss man klar sagen, jene Menschen werden sich dann auch wieder freiwillig fürs deutsche Bundesheer melden, um die Freiheit des Westens zu verteidigen oder viele andere Dinge mit sich machen lassen. Jeder, was Ohren hat, kann hören und jeder, was Augen hat, kann sehen. Verstehen allerdings müssen wir selber. Und deswegen, wir sehen alle dieselben Zeitungsartikel, wir sehen alle dieselben Wahrheiten. Wir müssen aber lernen, hinzuspüren, die Wahrheit rauszufiltern, bevor es an und für sich zu spät ist. Und in vielen Bereichen ist es wirklich 5 vor 12. Und deshalb sollten wir genau hinschauen, wenn eine Innenministerin in Deutschland die freie Meinungsäußerung verbietet und wie im Link Artikel anbei Medien untersagt. Deshalb Video jetzt teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen. Und dann keine Information, die für euch den Unterschied machen kann, mehr verpassen. Hannes, unfassbar, Impfstraßen wieder offen. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, dass schon wieder Impfstraßen offen sind. Da fahren auch noch Leute hin nach den ganzen Informationen, die mittlerweile draußen sind. Unbeschreibliche Informationen, Hannes, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wusste ich selber nicht. Bin mir ganz sicher, viele von euch wussten das auch nicht. Aber sprechen wir über die westlichen Werte. Die westlichen Werte, fantastisch. Ja, schauen wir uns doch mal die Eröffnungsfeier in Paris an. Viele von euch werden das Ganze über die Medien verfolgt haben, wie krass das Ganze war. Aber man darf nicht vergessen, alle schauen Olympiaden und besonders natürlich auch Jugendliche schauen gerne Olympiaden. Und das ist schon richtig, richtig hart. Das muss man einfach zugeben, Hannes. Seit langem propagiert man ja schon die olympische Lüge. So muss man das Ganze einfach sagen, weil dabei sein ist bestimmt alles, oder? Passt ja auch wunderbar, wie gesagt, dazu. Gewinnen in der heutigen Zeit, das ist ja sowieso unsolidarisch, das ist egozentrisch. Warum denn überhaupt der Beste sein und, wie gesagt, das Ziel haben, ganz oben zu sein, weil das Ziel muss ja in der heutigen Welt sein, Mittelmäßigkeit, der Masse gerecht sein und natürlich dabei sein, das ist alles. Einfach nur mitmachen, zum Beispiel beim Impfen, wie in den Impfstraßen, die jetzt wieder aufsperren, am Donnerstag, dem 1. August, oder natürlich auch beim Zensieren mitmachen, gleichzeitig aber auch beim Denunzieren mitmachen, so wie das die letzten Jahre immer wieder der Fall war, oder natürlich auch so gern, wie die Politik das macht, den Bevormunden. Nur nicht beim selber Denken, beim eigenständigen Tun oder, wie gesagt, beim Verantwortung übernehmen. Da, nein, da auf keinen Fall. Nur nicht, wie gesagt, eigenständig etwas leisten. Genau das ist das, was, wie soll ich sagen, das Mantra der heutigen Zeit ist, das, was man durchgibt, das man durch die Olympischen Spiele den Leuten verkaufen will. Und genau das, Leute, ist falsch. Da dürfen wir nicht hin. Dabei sein ist alles, Benjamin, du hast das gesagt, aber da beginnt schon die Lüge wieder einmal im Kern, und zwar das olympische Motto war niemals dabei sein ist alles. Das hat man an und für sich frisch erfunden in den letzten Jahrzehnten, um eben eine gewisse Ideologie Stück für Stück über Jahrzehnte hinweg aufzubauen. Eine Sache müssen wir aber verstehen, und da kommen wir jetzt zur Kommunikation, und da wird es sehr, sehr spannend, und zwar an solchen Großevents wird immer wieder offen kommuniziert, was auf uns zukommt, und da sollten wir dann schon genauer ein Stück hinschauen. Wenn dann beispielsweise der Fahnenträger ein aschfarbener Reiter ist. Und dann heißt es so schön, ich darf zitieren aus der Offenbarung, ich hoffe, das ist jetzt niemandem zu viel, aber da sah ich ein Pferd von aschfarbener Farbe. Sein Reiter hieß Tod.
und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie erhielten die Macht über ein Viertel der Erde, um die Menschen durch Kriege, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere dahin zu raffen. Offenbarung 6.8. Und da muss man sagen, wir sollten uns konzentrieren drauf, was sie uns sagen. Wer Ohren hat, möge hören. Wer Augen hat, möge sehen. Wir alle sollten verstehen. Ja. Wie gesagt, Hannes, wir haben natürlich auch schon gesehen, was 2012 bereits angekündigt ist und passiert ist. Und da zeigen wir jetzt mal ein Bild und das seht ihr eigentlich schon sehr, sehr gut. Da steht jemand hier mit Spritze in der Hand. Ja, muss man sich mal vorstellen, mit Spritze in der Hand steht da jemand hier bei diesem Bild. Und gleichzeitig aber auch sieht man, dass Zombies quasi tanzen und Kinder in Spitalbetten. Ja, und das war 2012, Leute. Und jetzt schauen wir uns, wie gesagt, an, was heute hier gezeigt wurde. Und Hannes, wir alle wissen es natürlich, der vierte Reiter ist der letzte und der vierte Reiter ist eigentlich der, der das Ganze, den Zyklus auch abschließt. Und darum sieht mir, man sieht einfach sehr, sehr gut, dass wir am Endstadium des Zyklus der westlichen Welt fast schon angekommen sind. Das heißt nicht, dass wir untergehen, aber das heißt, dass wir vor gigantischen Umbrüchen stehen, Leute. Und dann schauen wir auch 2019 beispielsweise die Eröffnungsshow vom Song Contest unter Madonna. Können sich viele noch erinnern. Das war ein Wechselspiel aus Flüchtlingsströmen und dann überzeugt es euch einfach selber. Das war ein halbes Jahr, bevor es den ersten Covid-Infizierten jemals gegeben hat, ist diese Eröffnungsshow 10 Minuten lang abgespielt worden. Wir machen eine kurze Sequenz daraus. Und dann bitte auch den Text, den Madonna singt, die Symbolik dahinter zu betrachten. Der Sturm ist nicht außen, sondern in uns, etc. etc. Also eine klarere Kommunikation gibt es auch noch für sich nichts. Und dann sollten wir verstehen, dass der vierte Reiter in Show aus einer Dreckqueen im Untergang des Westens, der westlichen Grundwerte, ummalt von euphorischen Tänzern, die dann plötzlich und unerwartet umfallen. Alles das hat es bei der Eröffnungsshow jetzt in Paris gegeben und da sollte man schon ein Stück weit hinschauen, was man da, wer der vierte Teil der Erde ist und was man uns da kommunizieren will. Und eine Sache dabei bitte aufpassen, die Prophezeiungen sind eine Sache, da kann man jetzt viel reininterpretieren, aber die andere Sache ist natürlich mit der Massendynamik, mit der Massenpsychose, die man damit ausrichtet. Und zwar, man will ja genau das, man will ja genau, dass die Menschen diese Dinge dann verbreiten, sie sehen und dann auch verbreiten, dass möglichst viele Menschen auch genau an das Szenario glauben und dann in die Angst reinfallen. Denn der einzige Feind, den wir alle haben, ist die Angst in uns, den jeder Mensch irgendwo hat und ob wir diese Angst dann auch nähren. Und darauf spezialisiert sich die Politik, darauf spezialisieren sich die Medien und darauf spezialisiert sich das gesamte Machtinstrument um uns herum, dass wir diese Angst möglichst viel nähren, um dann eben lenk- und leitbar, ja, billige Lemminge zu sein. Und da warne ich intensiv davor. Und deshalb noch einmal, wer Ohren hat, möge hören, wer Augen hat, möge sehen. Und wir zusammen, wenn wir es schaffen, Dinge zu verbinden, wenn wir es schaffen, Mindset und Skillset, wenn wir es schaffen, uns Menschen untereinander zu verbinden, dann werden wir uns darüber erheben können. Dann werden wir wie Phönix aus der Asche erstehen und dann nicht länger einer alten elitären Klasse die Macht überlassen, sondern uns dessen bewusst werden, was immer uns es war, und zwar die Macht des Gestaltens, die Macht des göttlichen Funken in uns drinnen, der an und für sich immer aus dem verbindenden Element entspringt. Und dafür haben wir am 29. August dieses ganz spezielle Webinar oder die Online-Veranstaltung für euch vorbereitet. Meldet euch kostenlos hier unten an. Wie gesagt, wir haben wirklich nur 5.000 Plätze, das geht mehr nicht. Wir haben nicht mehr Serverkapazität. Also meldet euch jetzt hier sofort unten an. Natürlich, wie gesagt, dass die ganzen Informationen, die ihr heute gehört habt, da haben wir dann noch einen richtig drauf. Es wird viele Aussagen dort geben, die hier auf YouTube definitiv zensiert werden würden und man würde uns einfach sperren. Das ist so und deswegen kommt zu diesem Webinar, das ist ein privater Raum, da kann man viel freier sprechen. Hier unten sofort anmelden, wir freuen uns auf dich. Mit Herz und Verstand werden wir diesen Umbruch gestalten, mit dem Herzen werden wir sehen, mit dem Verstand werden wir tun. Und deswegen lasst uns gemeinsam eine neue Welt aufbauen. In dem Sinne, Video teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und am 29.08. um 19 Uhr sehen wir uns zu einem besonderen Abend. Wir freuen uns riesig auf dich und natürlich, selbstverständlich, habt ihr noch die Möglichkeit, unser kostenloses Buch, den Generationencrash, hier downzuladen. Das schenken wir euch heute noch kostenlos dazu und sogar auch das Hörbuch. Also, ladet euch das Ganze runter und wir sehen uns natürlich beim Webinar. Bis zum Donnerstag, zum nächsten Goldmarkt-Update. Tschüss, Leute.